Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus der Schweiz, aus dem wunderschönen Luzern vom Flirt 1 der SBB mit einer kleinen Änderung im TSW, beziehungsweise zumindest hier bei den Videos. Ich habe ein wenig was an den Einstellungen in der Engine verändert, aufgrund der Tweaks von London Midland. Shoutout an ihn. Es hat sich so ein bisschen was an den Farben hier geändert. Das sieht alles nicht mehr so aus wie TSW halt normalerweise aussieht, sondern es hat sich alles so ein bisschen in den Farben, ja, es wirkt alles so ein bisschen natürlicher, würde ich behaupten. Da bin ich auf eure Meinung ganz gespannt, wie ihr das findet, ob euch das gefällt oder nicht, ob wir das so lassen können. So, ETCS ist an. Genau, also ob wir das so lassen können oder nicht, wie ihr das so findet, oder ob die alten Einstellungen euch lieber waren. Ihr könnt euch das sehr gerne hier im Video genauer angucken. Dafür ist es ja da. Und dann mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber die alten Farbeinstellungen besser findet oder die Farbeinstellungen, die wir jetzt vorgenommen haben. So, gibt es noch irgendwas zum Aufrüsten hier? Ich habe, glaube ich, soweit alles schon vorher aufgerüstet. Ich glaube, soweit ist es okay. Wir fahren nicht nach geschlossen, sondern wir fahren nach Sursee. So und Enter. Genau, sehr schön. Dann würde ich sagen, Bremsen lösen. Und auf geht's. Ich hoffe, beim ETCS ist das alles in Ordnung soweit. Das müsste aber irgendwann mal ein Update bekommen haben, deshalb müsste das eigentlich in Ordnung gehen. Als nächstes halten wir dann den Emmenbrücke in 3,3 Kilometern. Ganz normaler Fahrplan hier, in dem wir unterwegs sind. Die God Mode ist natürlich mal wieder am Start. Die ist ab jetzt immer da. Mit der können wir zoomen, wie wir wollen, wie wir gerade lustig sind. So, Signal war grün. So, dann einmal den V-Sollsteller hoch auf die 80. Signal ist weiterhin grün. Fahrgastraumbeleuchtung ist an. Führerstandsbeleuchtung. Muss natürlich auch anmachen. So, ab hier gelten dann 85. Ja, Luzern-Sursee, eine Strecke von Rivet Games, genauso wie der Flirt 1 hier. RABE 523 von Stadler Rail,
gebaut in Olten, glaube ich. Nee, in. Oh, weiß ich gar nicht mehr, wo hat denn Stadler bitte seinen Sitz? Hier fehlt mir noch ein Zaun, muss ich sagen. Muss ich ehrlich zugeben. Hier fehlt ein Zaun. Ja, wie gesagt, die Farben haben sich hier ein bisschen verändert. Mich interessiert es wirklich sehr, ob ihr das besser findet oder da die ursprünglichen TSW-Farben ein bisschen besser sind. Das ist alles ein bisschen entsättigt. Das ist alles ein bisschen dunkler, aber gleichzeitig wirkt das auch meiner Meinung nach atmosphärischer. Aber ich lasse mich da in den Kommentaren sehr gerne eines Besseren belehren, also was euch da so besser gefällt. So, wir können jetzt auf jeden Fall mal hier ordentlich bremsen. Na, also wenn man springt, dann geht das doch. Oh, das Licht bei unseren Fahrgästen ist aus. Schande. Jetzt nicht mehr. So, da ziehen wir unsere Kreise und verlassen Emmenbrücke. Schön hier. Habe ich hier mal komplett übersehen. Ich habe irgendwie gedacht, dass wir noch ein bisschen. Dass wir noch ein bisschen mehr Weg haben bis zur nächsten Haltestelle. Ah, habe ich falsch gedacht. So, ich hoffe, die Bremsen lösen sich jetzt auch. Na? Aber wie war das denn nochmal? War das so?
Ach, wie konnte man sich noch gleich aus der Notbremse befreien? Genau, so war das. So. Nächster Halt 1,3 Kilometer. Können hier sehen, wie viel Leistung wir aufgeschaltet haben, also, ne, je nachdem. Und hier der jeweilige Oberstrom, hier sind wir glaube ich bei 17 kV. So, 1 Kilometer noch, da müssen wir auch schon wieder halten. Übrigens, hier das Fenster lässt sich da an der Seite ausfahren, das gucken wir uns gleich mal an. Der Stuhl hier nicht, der lässt sich nicht einklappen. Hier noch irgendwelche Gleise, die da abzweigen. Hier hinter der Linkskurve ist dann Rothenburg. Rothenburg-Dorf. Eine Minute Verspätung, oh, das ist okay. Ich glaube, es sind zwar eigentlich ein bisschen mehr, aber whatever. Rothenburg in 2 Kilometern. So, gehen wir einmal Vollstoff. Ich glaube, wir sind auch noch nie als S-Bahn hier unterwegs gewesen auf der Strecke. Wir haben immer nur den RE gefahren. Oder wir sind den immer nur gefahren. Und jetzt werden wir uns aber auch mal hier die S-Bahn gönnen. Wir können noch ein bisschen hochgehen mit dem V-Sollsteller. Einmal Leistung schon auf 0 setzen. Jetzt lassen wir erstmal ein bisschen ausrollen. Und nutzen dann die dynamische Bremse zum Anhalten.
Hier sind sogar 120, die wir fahren dürfen. Stelle ich jetzt auch schon mal ein. Und dann halten wir hier an. Haben wir da? Unteres Futterhaus. Hier noch Rotenburg. Können wir uns ja mal von oben angucken, wie es hier so aussieht. Ja, Industrie. Bisschen Stadtkulisse. Noch mehr Industrie. Ah, das IKEA. Da kommen wir gleich vorbei. Das Ideal, Entschuldigung. Aber was ich cool gemacht finde, ist, dass die hier einen Parkplatz haben, dass auf dem Parkplatz Autos sind und dass die Lichter da sogar an sind. Nicht schlecht. So, Türen zu. Türen sind zu. Und ab geht's. Nach Sempach, Neunkirch in 5 Kilometern. Bisschen mehr Leistung, Vollstoff und ab geht's. Da ist ein bisschen KI-Verkehr noch unterwegs. Vorbei am IKEA. An dieser Baustelle hier links, die echt cool gemacht aussieht. So, dann haben wir noch 2 Kilometer, dann müssen wir halten. So, ich nehme schon mal die Leistung raus und bremse schon mal ganz leicht. Schon der Bahnsteig.
Also, das geht definitiv klar, oder? RollstuhlfahrerInnen würden zwar was anderes dazu sagen, aber die können ja auch hier rein. Ne? Beziehungsweise, die müssen sowieso hier rein. Hier ist ja der Großraumbereich. Oder der Mehrzweckbereich heißt es ja wohl eher. Können wir übrigens auch ganz genau sehen und ganz genau reinzoomen, was wir da so gerade machen. Not will. Will oder not will, das ist hier die Frage. So, wir verlassen Sempach. Sagen nochmal tschö. Tja, süß. Kühe. Herrlich. Da der Sursee. Und halten dann in 3,8 Kilometern. Das war aber gerade ein heftiger Ruck, klar. Oh, ab hier dürfen wir sogar 160 fahren. Zack, einmal hoch auf die 160. Müssen natürlich unser nächstes Ziel in Augen behalten. So, und jetzt mal langsam abbremsen. Wir haben gesehen, die Bremsfähigkeiten von dem Triebwagen sind nicht die allerbesten. So, da vorne ist, glaube ich, schon der Bahnsteig. Genau, da ist er. Noch ein bisschen weiter vor. Und halten hier an. So. Das ist auch schön gemacht hier. Also schon ein bisschen Details reingesteckt in die Oberleitung, in den Fahrdraht. Boah. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Tür zu.
Und dann halten wir gleich in Oberkirch. Nämlich in 2,3 Kilometern. Also auch nicht mehr so viel bis dahin. So, den Bahnsteig sehe ich noch nicht. Ja, schade. Die Oberleitung ist genau gerade. Keine Zickzack-Oberleitung. Das ist sehr schade, dass das nicht mit drin ist. Fenster lässt sich natürlich auch öffnen. Und da vorne, da müssen wir dann halten. Oh, wir fahren aber ziemlich schnell rein in den Bahnhof. Ist ja quasi den Haltepunkt. Also ordentlich bremsen. Steht hier. Betreten der Gleise verboten. Überschreiten der Gleise verboten. Scomanda da traversar il binaris. Vietato a traversare i binari. Do not cross the railway lines. Sprachentalent hier. Tür zu. Hier, Postbus unterwegs. Mit laufendem Motor. Schande. Dann auf zu unserem nächsten und letzten Halt, Sursee, in 1,9 Kilometern, den wir da schon sehen können. So, was ist das? Die Bremskurve, die läuft runter auf. Auf 0, oder? Oder? Das ist doch ein Halt zu erwarten. Genau, da halt zu erwarten.
Ja. Hier noch ein Kran. So, Signal ist. Wo ist das hier? So, dann sind wir angekommen. Und dann verabschiede ich mich von euch mit diesem Bild. Wie gesagt, lasst mir gerne in die Kommentare da, wie ihr so die Grafikeinstellung findet, was ihr davon haltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.